Herr Geiser, heute ging es darum, noch den Anschluss an die Spitze zu wahren. Es ist ein bitteres Unentschieden, fast in letzter Minute gewesen. Die Verbitterung groß? Ja, wir sind schon enttäuscht. Also wäre jetzt gelogen, wenn wir sagen würden, wir wären jetzt glücklich, ja, gegen den Tabellenführer jetzt unentschieden gespielt zu haben oder nur unentschieden gespielt zu haben. Wir hatten uns mehr erhofft. Wir wussten, dass wir konditionell in einem sehr guten Zustand sind. Wir haben auch gewusst, dass wir spielerisch sehr viel drauf haben. Das haben die letzten Spiele auch gezeigt. Aber man hat auch die Klasse von Bissingen heute gemerkt. Ja, also die waren in den Standards, waren die immer gefährlich. Die haben auch taktisch haben die sehr diszipliniert gespielt. Und dann, ich habe immer an der Seitenlinie so ein Gefühl gehabt, wenn wir nicht aufpassen, dann könnte es nochmal klingeln. Und das hat es dann letztendlich auch getan. Ja. Man muss auch sagen, die haben die letzte Viertelstunde auch richtig gut gespielt. Die haben aufgemacht, die wollten das Unentschieden noch. Ja. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Wir hatten genügend Chancen, haben sie leider nicht genutzt. Aber gut, 1-1. Chancen nicht genutzt und das Tor ist ja eher durch einen Abwehrfehler gefallen, weil man Konter falsch gespielt hat. Worüber ist die Enttäuschung größer? Gut, ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt größere Abstimmungsprobleme innerhalb der Mannschaft hätten. Ja, wir haben eine sehr junge Mannschaft, die manchmal in der Rückwärtsbewegung etwas undiszipliniert ist, ja, und die das nachsetzt nach dem verlorenen Ball eben manchmal nicht so genau praktiziert. Ja, und das ist in dieser Liga ist es so. Ja, es gibt, da reicht einmal reicht es, um das zu verpennen, ja, und dann wird man halt gnadenlos bestraft. Ja. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben heute eine sehr engagierte Leistung gebracht, wir haben auch eine läuferische sehr starke, taktisch sehr gute Leistung gebracht und wir hätten, wenn man das ganze Spiel betrachtet, durchaus den Sieg verdient gehabt. So muss man sagen, Bissingen hat seine Klasse unter Beweis gestellt heute und geht jetzt auch nicht ganz unverdient mit dem Unentschieden jetzt dann nach Hause. Und ich glaube, sie sind momentan jetzt wieder Tabellenführer. Ja, ich glaube, Freiburg spielt jetzt noch, aber die stehen schon zu Recht da oben. Also das muss man schon sehen, die sind schon sehr stark. War es das mit dem Anschluss an Platz 1? Platz 1 war jetzt nicht unbedingt das Ziel. Wir haben ja immer noch die Hoffnung gehabt, dass wir in diese Relegationsschlagdistanz kommen können. Momentan muss man Stand jetzt sagen, ja. Also das ist, wenn ich jetzt die anderen Ergebnisse jetzt weiterfolge, dann der Gasulm hat, glaube ich, gewonnen. Ja, die sind jetzt richtig, richtig gut dran. 4 Punkte bis auf Bissingen. Balingen ist sehr stark. Also dann muss man schon sagen, wir sind dann erstmal aus dem Rennen draußen. Es sind noch 11 Spieltage. Wir haben es letzte Saison erlebt. Da haben wir auch nochmal eine Aufholjagd gemacht mit 6 Siegen hintereinander. Dann ist oben auch nochmal eng geworden. Ja. Aber momentan sind wir natürlich realistisch und müssen sagen, jetzt sind wir erstmal aus dem Rennen weg. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, spielen wir jetzt auch durch den Umbruch, den wir innerhalb der Mannschaft gemacht haben, eigentlich eine sehr gute Runde. Ja, mit einer sehr, sehr verjüngten Mannschaft. Der nächste Gegner ist der Balinger SC. Es wird ein Auswärtsspiel. Was erwarten Sie da für eine Partie? Ich kann mich an das Hinspiel erinnern, das war richtig hart. Ja, also das sind körperlich richtig, richtig robuste Jungs. Ja. Die haben uns, glaube ich, in den ersten 7-8 Minuten haben die uns hier richtig hergespielt. Da dachte ich dann, beim Hinspiel, das war, glaube ich, relativ früh, 3. oder 4. Spieltag, dachte ich, das ist ein Aufstiegskandidat. Ja. Die das Spiel damals bei uns verloren haben, dass sie konditionell sehr stark abgebaut haben in der zweiten Halbzeit, was ich mir damals nicht erklären konnte. Das wird mir sicher ein kampfbetontes Spiel. Mit vielleicht ein paar taktischen Schlagabtauschen am Anfang, ja, also wie gesagt, wir sind abtasten, schnuppern. Die müssen noch ihre Punkte holen. Die sind unten ja nicht aus der Gefahrenzone draußen. Ja, das glaube ich wird dann schon bei denen so ein bisschen Abstiegskampf sein. Von daher rechne ich eigentlich mit einem körperlich sehr hart betonten Spiel. Herr Geiser, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke Ihnen. Tschüss.